Ja, eigentlich genau so. Also ich fand, für uns auf dem Platz hat es sich natürlich schon so angefühlt, dass es vielleicht unser schwächstes Match war. Natürlich gegen einen starken Gegner. Trotzdem war es kein ganz schlechtes Match. Wir haben ein paar Sachen nicht so gut gemacht wie in den Spielen davor. Ich fand, wir waren nicht so gut im Aufsammeln der zweiten Bälle, haben da zu viel liegen lassen, zu viele Bälle wieder verloren, haben so mit dem Gegner so ein bisschen ja, ein gutes Gefühl gegeben, so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass sie mitspielen konnten. Trotzdem habe ich uns schon näher am Sieg gesehen als jetzt unseren Gegner heute Nacht. Aber am Ende ist das Fußball, deswegen gucken alle, weil der Gegner vorher nicht feststeht, auch wenn wir gefühlt dem Sieg näher wären. Ja, klar muss man dann so eine Pille mal schlucken. Ich meine, wir haben jetzt, wenn ich mir die letzten 5, 6 Spiele angucke, haben wir vielleicht in Summe 10 Schüsse aufs Tor zugelassen, also relativ wenig. Natürlich machen sie noch das Abseitstor. Ich habe das jetzt nicht ganz auf dem Schirm, wie knapp das war. Wahrscheinlich sehr knapp. Es ist klar, dass die Spielweise immer auch zu Chancen des Gegners führen kann, aber trotzdem sehen wir, dass unsere Spielweise dazu führt, dass der Gegner sehr, sehr viel weniger Chancen hat. Dass dann mal einer reingeht, das passiert, glaube ich, bei jedem System. Ich weiß jetzt nicht, wie das von außen aussah. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es heute irgendwie nicht geklappt hat. Also natürlich haben wir verloren, aber wie ich schon gesagt habe, das war jetzt nicht so, dass die uns irgendwie den Zahn gezogen haben und wir chancenlos waren und hier verdient 1-0 verloren haben. Also jeder, der in der Kabine saß nach dem Spiel, glaubt weiterhin an die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, glaubt weiterhin an den Weg, den wir bisher gegangen sind. Und ich glaube, wenn wir so wie heute spielen, auch wenn es kein perfektes Spiel war, werden wir noch sehr viele Spiele gewinnen und sehr viel Spaß aneinander haben.